Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit den Reacts auf die Twitch Gips Germany. Eigentlich wollte ich das Ganze ja zusammen mit unserem Kistenkater machen. Wenn ihr auf Twitch dem Ganzen gefolgt seid oder euch den Stream auf Twitch im Nachhinein nochmal anguckt, dann werdet ihr sehen, dass da auch am Anfang schon mal was war. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Das müssen wir also nochmal um eine Woche oder zwei Wochen verschieben. Gut, aber wir haben hier die Twitch Gips Germany, ist die Folge 179, Date Story, heißt das Ganze nicht Data Story, sondern Date Story. Und wir gehen mal rein, das Startbild sieht schon mal sehr interessant aus. Hallo, mein Name ist Jörg Neuenfeld. Herzlich willkommen zu Twitch Gips Germany. Ein schöner Anfang, interessant vor allen Dingen. Das muss wohl noch ein Nachgang von Halloween gewesen sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, langsam fängt er mir an, Leid zu tun, was er da so alles über sich ergehen lassen muss, dass er da, was man mit ihm alles macht, damit er auf dem Stream erscheint. Ja, genau. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Achso, mit dem Clippen, natürlich dran denken, ihr könnt Clippen ab nächstes Mal, gibt es da auch bei mir eine andere Möglichkeit, dass ich selber Clippen kann. Ich habe mir festgestellt, man kann Sachen auch hochladen. Es schaut sich nur noch ein paar an, leider sind wohl zu viele Einsendungen. Ja, dann ist es... Ja, wenn man ein Spiel spielt, dann sollte man nicht auf den Chat gucken und... Weiterlaufen, sondern man sollte gucken, was man am Bildschirm macht. Wenn man Chat gucken will, dann einfach kurz anhalten. Ist viel einfacher und viel besser. Und genau. Ja. Eins muss ich aber sagen, ich habe gerade festgestellt, ich muss meinem Streambot demnächst mal sagen, dass er da ein bisschen weniger spammen soll. Der spammt mir nämlich gerade massivst alle 20 Minuten den gleichen Spruch. Ich habe es gut gemeint, aber ich glaube, das war doch dann zu gut gemeint. Und es sind genauso viele... Oh, oh. Was ist jetzt passiert? Ja, das ist langsam, weil das ist, wir sind nicht so viel höher. I don't have a dad. Ja, ich komm mal hinterher. Also... Wir müssen höher, damit wir schneller werden. Das war jetzt so... Wir rutschen das Seil herunter in Zeitlupe. Man sollte vielleicht daran denken, je weiter und je flacher das Seil ist, umso weniger Schwung kriegt man. Und wenn man dann auch nicht so eine hohe Höhe hat, weil man natürlich bei dem Spiel ziemlich weit unten ist, weil man klein ist, dann ist das problematisch. Aber sieht interessant aus, das Spiel. Falls du dich fragst, Kistenkater, wie das Spiel heißt, Grounded. Weiter geht's. Wenn wir nochmal einen Uni bekommen. Wer hat zuerst vom Deathslinger getroffen, wird kriegt 10 Subs. Oh nein, 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 ich weiß nicht. Oh nein. Wie kommt das? Nur ganz kurz. Also, das ist ja wohl mal eine ganz miese Art, um an Subs zu kommen. Obwohl, das ist eigentlich auch eine interessante Art, an Subs zu kommen. Jetzt ist so die Frage, wer von wem die Subs bekommt und wie er die bekommt. Im Übrigen, Subs, weil ich es gerade höre. Subs könnt ihr jetzt auch hier lassen. Also, wenn ihr wollt, abonnieren das Ganze und dann seid ihr dabei. Noch gibt es keine Abonnements, weil es ist ja auch der erste Stream in dieser Richtung. Und dann sehen wir das Ganze zu. Die reitet auf dir. Ja. Ich reite quasi auf dir. Das als Reiten? Okay. Geht das als Reiten? Ich bin glaube nicht. Oh, was? Was? Oh, was hast du denn? Oh, wie? Au. Wie? Du, ich weiß es auch nicht. Okay, das war eine fliegende Flamingo-Ziege oder eine Flamingo... Ja doch, eine Flamingo-Ziege. Das war ja der Ziegen-Simulator 2, mehr 3. Den 2 haben sie ausgelassen. So kann es gehen. Also, wer sollte diesen Simulator nicht so ganz ernst nehmen? Das ist irgendwie ganz komisch. Habe ich gehört. Und gesehen. Und falls ihr euch fragt, wo... Bei den Kollegen von Game One. Nein, Game Two. Ja, ich bin immer so, kurz bevor ich den Stream anmache, mache ich immer so. Wow. Oh.
Interessant. Also wenn, bevor ich den Stream anmache, prüfe ich, ob ich mein Mikro höre, dass die Musik an ist, dass ich Zugriff auf die Sounds habe, dass ich meinen Browser, den ich, wenn ich ihn brauche, offen habe und so weiter. Aber mit Sicherheit mache ich nicht solch komische Geräusche. Aber vielleicht macht man das, wenn man VTuber ist, weil dann muss man natürlich das Model auf sich einstimmen, damit das auch funktioniert. Ja, genau. Da. Nicht heulen. Nicht heulen. Oh, so sweet. Ich gebe ihr einen Hochzeitsring, sie fängt an zu weinen. Es ist aber, das ist so, das ist Romantik, Leute. Das ist aber, Also ich dachte eher, das wäre ein Kochtopf gewesen und kein Trauring. Aber gut, okay, man kann sich natürlich auch irren. Und ja, irgendwie ist das komisch. Ja, gut. So kann es gehen und ja, so ist das nun mal dann halt. Ja, Ben ist neben. Ist übrigens, falls ihr euch fragt, ein Horror-Game. Ich glaube, das war jetzt spielmäßig so nicht geplant, dass die da wieder aufstehen und so hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Ja, ich weiß, es war jetzt nicht synchron, aber egal. Ja, irgendwie interessanter Bug. Dankeschön, Team Maxi, Dankeschön für der Prime. Dankeschön. Ja, ja, so kann das Ganze gehen. Ja, genau. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist eine ganz billige Art, um an Subs zu kommen. Aber übrigens, Prime, auch eine gute Idee, wenn ihr Prime habt und das mit Twitch verbunden habt. Kistenkater, du kannst es dir sparen, den Prime-Account von uns habe ich mir schon gekrallt. könnt ihr da auch natürlich mit Prime subben, da zahlt ihr nichts dafür und ich will trotzdem was. Ja, genau. Aber Kistenkater, ich verspreche dir, wir kaufen dir demnächst ein Prime-Abo, nein, eine Karte für Twitch, dass du auch bei mir subben kannst und das gleiche mache ich dann auch bei dir. Sobald du das natürlich kannst. Oh, ha. Guck mal, Scum. Oh, ich glaube, das war ein bisschen viel. Also ich weiß, ich spiele ja Scum selbst nicht. Ich weiß aber, Kistenkarte spielt Scum. Und deswegen weiß ich natürlich so vom Zugucken bei ihm. Und davon, wenn ich mal rüber zu ihm gehe und er nicht gerade auf dem Stream ist, weil er spielt Scum, auch wenn er nicht auf dem Stream ist. Wenn man dann in ein Haus reinrennt, dann sind da meistens Zombies drin. Und ja, das ist halt, das ist so eine Sache. Und wie ich jetzt gerade auch sehe und er sagt, also in den Konfigurationen kann man einstellen, wie viele Zombies man haben will oder ob man gar keine haben will. Und ja, aber ich glaube, ich denke mal, jetzt so rein von meinem Verständnis für dieses Spiel, es wäre unsinnig, dieses Spiel ohne Zombies zu spielen, weil man hat dann einfach nichts, man hat ja nichts, wovor man Angst hat. Gut, vielleicht die Tiere, aber ich glaube, das geht irgendwie Hand in Hand, zumindest so habe ich das verstanden. Aber gut, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus. Wenn ihr da mal was dazu sehen wollt, kann ich euch nur sagen, guckt bei Kistenkar dazu. Er ist mittwochs und donnerstags auf Stream. Und da könnt ihr da viel über solche Sachen lernen. Er schreibt gerade, es gibt Wölfe, Bären, Ziegen und Pferde. Was es alles gibt. So. Und jetzt bin ich wieder aus dem Spiel raus. Ach, Gesundheit. Ah, danke. Warum so geht... Das ist gut. Aber das passiert mir auch manchmal, dass ich mir selber Gesundheit wünsche. Und mich dann wundere, warum mir keiner antwortet und sich keiner bei mir bedankt. Weil das sollte man immer schön machen.
Also man immer schön bedanken, wenn sich jemand bei euch Gesundheit wünscht. Weil, eigentlich müsst ihr das gar nicht machen. Wisst ihr nämlich warum? Ist nämlich ein Kniff. Viele denken, Gesundheit sagt derjenige zu dem anderen. Nein, der sagt das zu sich selbst. Er wünscht sich, dabei gesund zu bleiben. Das ist nämlich aus der alten Zeit. Früher hat man das zu sich selber gesagt, um das Böse von sich oder die bösen Viren von sich wegzuhalten. Natürlich wissen wir heute, dass das nicht so einfach möglich ist, aber es hat sich halt einfach so eingebürgert. Irgendwann hat man dann angefangen, wenn einer genossen hat, zu sagen Gesundheit, und die Leute dachten immer, man meint den Gegenüber, dabei meinte man den gar nicht. So. Ach ja, und er hat jetzt gerade noch geschrieben, und Hühner, ja, wie gesagt, genau. Zu Zeiten der Pest, ja, da muss ich sagen, da ist unser Kistenkater sehr bewandert. Das bin ich nicht, weil solche Benimmregeln sind für mich eigentlich gar keine so wichtige Sache. Ich weiß, was ich machen muss oder machen sollte, und entweder mache ich es oder ich lasse es bleiben. Da. Wow. Hä? Nee. Oha. Hui. Okay. Okay. Also das war jetzt mal wieder richtig schön. Ein Beispiel für einen MMO-Erfolg zu kriegen, ohne dass man wusste, dass man ihn zu kriegen hat. Im Übrigen, weil wir gerade bei Erfolgen sind und ich spiele ja WoW, wann ihr noch die Zeit habt und das machen könnt, schaut die Woche mal bei euch in den Abenteuerführer. Klickt da mal durch, wo steht, was ihr als nächstes machen könntet. Wenn ihr am Ende kommt, da kriegt ihr eine Aufgabe, könnt ihr eine Aufgabe annehmen, da kriegt ihr einen Kupfer. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber ihr kriegt dafür erstens mal einen Erfolg und zweitens mal schwebt so im Hintergrund so ein Gedanke, dass das zu einer Questreihe gehören könnte, die dann die nächste Woche fortgesetzt wird. Also, falls ihr WoW spielt, einfach mal reingucken. Komm, du machst eigentlich geredet, aber das wurde schneller. Fazit. Direkt Gesundheitsallergie. Das war auch gut. Aber das ist mir auch passiert, als wir das letzte Mal gesehen haben. Ich habe jetzt die Tage das Video dazu geschnitten. Ich bin ein bisschen im Rückstand, ich weiß. Da habe ich auch, also ich habe das aufgehabt und habe so, das gehört sie doch, ich sage, so, Hatschi. Ist sie so, Hatschi, so, Gesundheit. Achso, nee, schön, ist ja ein Video. Also es geht auch so. Schmarotzer? Ja. Ihr seid auch solche Schmarotzer, Chat. Warte mal, ich google erstmal, was das heißt. Oh, das hätte man vorher das tun sollen. Das klingt süß. Nein, das klingt nicht süß. Obwohl, es klingt... Ja? Oh, ihr seid keine Schmarotzer. Ja, ja. Das ist wieder mal dieses typische, ich sage etwas und weiß nicht, was es bedeutet. Das hatten wir jetzt schon einige Male in Twitch-Clips-Trabi, aber das ist mies. Also so kann man seine Followerschaft auch vergraulen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir gibt es keine Schmarotzer. Bei mir gibt es nur nette Menschen. Im Haushalt. Es gibt hier zweibeinige Menschen und vierbeinige. Die haben Fell und Fänge und heißen Katze. Nein, natürlich heißt sie nicht Katze. Das ist eine Katze, sie heißt Minu. Und was haben wir noch? Ja, in meinem Umfeld gibt es auch nur nette Menschen. Fast nur nette Menschen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, aber mir weiß es ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hab eine Schere, bin gleich da, extra für Stoff. Jill kommt vorbei. Ich helfe dir da raus. Ich helfe. Haha! Alter, creepy! Ja! Ja! Er hat doch gesagt, er ist gleich da und hilft dir. Er hat ja nicht gesagt, ob er ein Geist ist. Also, wenn du dich jetzt richtig erschreckt hättest, hättest du vor lauter Schreck das Hemd über den Kopf gezogen und weggeschmissen. Ja, wärst du raus gewesen. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht und hab Und tschüss. Alter, was ist das? Was passiert hier? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja. Hallo, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Mir wird schlecht. Nein, du hast nur die Kamera falsch bewegt. Falscher Stick. Ich glaube... Moment, ich muss mal gerade... Wo ist er? Da ist er. Hab ihn. Ich habe ja auch so ein Ding. Und auf dem kann man sich bewegen, soweit ich weiß. Und da mit dem hier kann man die Kamera bewegen. Und ich glaube, du hast den bewegt und bist damit unter dein Tier gerutscht. Passiert manchmal.
Ja, ich muss mal gucken, ob der überhaupt noch funktioniert oder ob die Batterien mittlerweile leer sind. Die habe ich nämlich jetzt schon eine Weile nicht mehr benutzt. Demnächst werden wir den aber benutzen. Demnächst habe ich mich vor, mit euch ein Spiel zu spielen, wo ich den brauche dazu. Ja, genau. Brotherstellung, Brother, warte mal. Brotherstellung? Brotherstellung? Das kann nicht richtig sein. Ja, doch. Ja. Okay, das ist richtig. Genau. Stepbrother, Brotherstellung. Also so gut. Stiefbruderstellung. Ja, das ist wie mit dem Brathering und dem Brothering. Wer jetzt den Insider kennt, ist alt. Wo ist der Gegner? Wo? Ich schläg mich gerade mitten aufs Feld. Und Mist. Er hat mich überrascht. Ah, geil, so kann's gehen. Ja. So kann's gehen. Schwuppdiwupp. Man sollte sich nicht in der einfach überall hinlegen. Das kann ganz schlecht nach hinten. Ganz schlecht, genau. Ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann hat man das Problem damit, genau. So, genau. Okay. Weiter geht's. Ich habe extra auf meine Wortwahl geachtet. So, immer wenn ich die Story erzähle, muss ich auf meine Wortwahl achten. Ja, also habe ich dem Kind einen runtergeholt. Ganz ehrlich, das war sich wieder in der Wortwahl vergriffen. Weil einem Kind holt man nicht keinen runter. Man holt ihm etwas runter von oben oder so. Obwohl, jetzt lassen wir es bleiben. Jetzt habe ich es auch schon verpasst. So, da willst du es wieder. Oh, Bruder, oh mein Gott, ich habe Dings nicht eingeklemmt, aber... Jetzt wisst ihr, warum ich Virtual Reality Brillen nicht mag. Ich mag sie nicht. Sie sind vielleicht genial, weil man wunderbar in das Spielgeschehen eintauchen kann. Aber ich habe jetzt in der letzten Zeit so viele Unfälle damit gesehen. Auch ältere Art. Wie zum Beispiel die Dame, die voll ausholte und den Fernseher von der Wand holte. Oder in den Fernseher reinschlug und ihn kaputt machte. Oder jetzt wie eben das, man haut von unten sich mit der Hand gegen die Kante, weil man am Stuhl sitzt und zu nah am Schreibtisch hockt. Und dann mit dem Kopf noch gegen das Mikrofon knallt. Aber ich habe auch schon... Das gehört, was ein findiger User machen möchte. Er möchte nämlich Virtual Reality Brillen herstellen, die das machen, was wir in Sword Art Online sehen. Nämlich, Brille auf, du stirbst im Spiel und wirst im Real auch getötet. Ganz ehrlich, wer ist so dämlich und kauft sich so ein Ding? Ich weiß, du hättest gerne eine. Das weiß ich. Genau. Jetzt bin ich irritiert, weil ich weiß, wo mein Mann ist und er hat mir von da aus geantwortet. Kann es sein, dass du mit deinem Tablet drinne bist, Kistenkater? Weil wenn ja, dann weiß ich, warum du nicht... Ah, okay. Dann bist du übers Handynetz, deswegen wirst du nicht angezeigt. Ich sag es euch als Streamer, man macht den Stream an und man kann gar nichts mehr. Man kann nicht mehr sprechen, man kann nicht mehr lesen, man kann keine Games mehr spielen, man ist einfach nur noch dumm. Man ist einfach nur noch dumm. Da ist vorbei. Also wenn ich den Stream anmache, dann bin ich definitiv nicht dumm. Ich kann auch noch spielen, ich kann noch lesen, ich kann reacten, das mache ich ja jetzt gerade und so weiter. Also es ist doch schon sehr interessant, wie manche Leute... über sich als Streamer denken. Okay, gut. Mama, gut, danke schön für diese großartigen Kekse. Die sind ganz wundervoll. Das war wieder mal typisch der Beweis dafür. Erst runterschlucken und dann reden. Sonst verschluckt man sich. So, ich trinke jetzt mal was, deswegen... So, genau. Okay. Ja. Ja, genau. Ha!
Ha, ja, Mann, Traktür. Um Antoni das Drachenzorn zu saven, war quasi wie, als hätte ich gerade einen Lottoschein ausgefüllt. Versteht ihr? Und gewonnen. Wie geht das denn? Drachenzorn, als ob das noch frei gewesen wäre. Ich habe eben noch drüber nachgedacht, dass ich so safe ist es nicht. Drachenzorn. Fuck! Die Kopf sagt, meld Drachenzorn. Haha. Streamerin so, wie lost kann man sein? Ja, genau. Ihr eigener Charakter heißt so und sie wundert sich, dass er doch frei ist. Ja. Also, aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, Drachenzorn für einen Traktür ist ein bisschen einfallslos. Man könnte doch schon ein bisschen mehr geben. Da lobe ich mir meine Traktür, die heißt Jenna Rosa. Jetzt muss ich gerade nachdenken, wie mein Charakter heißt. Oh, vorbei. Das seht ihr nur hier. Oh, er geht auf die andere Seite. Jetzt habe ich die einzigartige Chance, schneller zu sein als Bruder Jamie. Da liegt ein Sack. Wo ist er? Warum? 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 Oh, come on. Come on. Da ist ein Sack. Nein. Nein, nein, Leute, Jamie! Bruder Jamie, er leidet einen schrecklichen Tod. Ernsthaft, oder? Also erstmal war das ein relativ langer Clip, muss ich sagen. Okay, ist auch mal nicht schlecht. Aber dann, was hat der Grabwaff da versucht? Der wollte den Sack nicht. Hast du das nicht verstanden? So, gut, weiter geht's. Nee. Matteo, kommst du wieder 32 Mal vor? Nee, das Twitch-Clips, da komme ich, glaube ich, gar nicht vor. Nee. 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 Hehe, siehste, da kamst du. Das ist doch der Zwischensturm. Warum ist der dann immer noch zu sehen? Oder habe ich jetzt zu früh geklippt? Also, der im großen Bildschirm, der hat irgendwie ein Horror-Game gespielt und hat sich zu sehr erschreckt und wollte das jetzt nicht mehr. Komisch. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. So, das war also einfach nur, ich sehe mich im, falls ihr mich, euch wundert, was ich gerade mache, ich habe gerade festgestellt, dass mein Tee ausgegangen ist, deswegen muss ich mal kurz gucken. Ja, das war jetzt mir ganz typisch so nach dem Motto, ja, erstens mal habe ich zu früh geklippt, also gestoppt, meine ich, und dann, er war doch im Twitch Clips Germany drin, ganz einfach, so. Gut, machen wir weiter. Was machen die denn da? Wie die Hühner. Das war wirklich wie die Hühner. Die haben irgendwas gesucht. Oder haben die was gepickt? Also ich weiß nicht, irgendwie... Assassin's Creed? Komisch. Ob man flieht oder bleibt, entscheidet sich erst, wenn man Donis... Datesturie? Ich dachte gerade, was ist denn Datesturie für ein Name? Date Story, Alter. Holy. Jetzt wissen wir, wie dieser Titel zurechtkommt. Ja, ich glaube, das kann sein, dass er Geld dahin geworfen hat. Ja, ja, ich denke mal, und im Mittelalter haben die sich natürlich alle aufs Geld gegessen, obwohl das würden sie auch heute machen. Wir kennen ja diesen berühmten Kniff, einer schmeißt Millionen vom oder Hunderttausende vom Hausdach und unten rennen sie wie die Blöden und sammeln das Geld ein. Erst denken sie, es ist Falschgeld und dann stellen sie fest, alles echtes Geld. Mhm. Und bis heute weiß keiner, warum er das gemacht hat. Okay, wild stark. Ja. Welche Band steckt hinter dem Superhit? Stairway to Heaven. Was? Zeppelin. Korrekt. Superhit? Ja. Das hast du verstanden. Superheld. Ich war völlig raus. Ja, Superheld, Sam. Verzeihung. Eine Treppe, ich rette dich. Ich war wirklich. Ich war. Das habe ich gesehen. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, also, das war so eine Art Familienduell gegen, von den Flipbots bei Loot für die Welt. Kann ich euch sagen, nächstes Jahr. Guckt es euch an, wenn ihr Zeit dafür habt. Das ist wirklich eine tolle Aktion von den beiden. Nein, von den beiden, von den dreien. Und natürlich ihren Kumpels und Kollegen. Der in der Mitte, der Geschminkte, das war Paul. Und der Herr, der da etwas verwirrt war und Held statt
verstanden hat, das war Flo. Genau. So, ja, genau. Okay, weiter geht's. Kommst du aus Stuttgart? Ja, fast. Okay. Bisschen weiter weg. Bei dem Ende, bist du der Stuggi? Ja. Der mich kennt, seit ich ein Kind bin? Nee, jetzt mal for real, du warst der was mit meiner Schwester hatte, oder? Willkommen in der Lobby. Bitte, was? Was passiert hier? Klein ist die Welt, klein ist die Welt. Vor allen Dingen ist das interessant. Wo kommst du her? Kommst du aus Stuttgart? Ja, nee, etwas weiter weg. Ja, was denn jetzt nun? Ah, Kistenkater findet die Emotes. Genau. Okay, weiter geht's. Oh. Das Spiel kann so einfach sein, guck mal. Man muss es sich nur einfach machen. Oh. Etwas zu früh gedrückt, da war mein Zeigefinger wieder schneller als der Rest, als der Gedankengang. Ja, man kann es sich einfach machen. Man kann es einfach vom Spiel gemacht bekommen und man kann sich um Kopf und Kragen reden. Genau. Ja. So kann's gehen. Kann er das gut? Natürlich auch. Freiwillige vor, Chat. Ich weiß, dass es um etwas in diesem Video ging, also in diesem Spiel, was er gespielt hat. Ich war aber so fasziniert von dieser komischen Maske. Ich weiß nicht. Ja. Währenddessen darüber, okay. Ah. Song Physics. Oh, okay. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das die VTuberin dahinter macht, weil die sieht man ja nicht, aber die sitzt dann auch so da. Und hampelt so rum, damit sich das Model entsprechend bewegt. Ich hatte ja schon mal drüber nachgedacht, wie gesagt, und hatte mir überlegt, machst du was Schönes, was du gerne magst, eine Katze? Aber die gibt's ja schon. Das wird dann wieder nachgemacht. Das machen wir nicht. Ich habe eine andere Idee, die muss ich aber noch gucken, ob ich die umsetzen kann. Aber das mache ich erst, nachdem das mein Mann probiert hat, weil der wollte das nämlich auch mal probieren. Und ich werde nicht wieder hingehen und sagen, ich mache etwas vor ihm und er macht es dann nicht, weil ich es ja schon gemacht habe. Deswegen darf er das als erstes machen und wenn das funktioniert und er das weitermachen möchte, ist es bei mir gestrichen. Und wenn nicht, dann mache ich das. Ich habe schon mein richtiges Modell, was ich nutzen könnte. Also, beziehungsweise die Form des Modells, was ich nutzen könnte. Das Modell selbst habe ich noch nicht. Der geht von Haus zu Haus und sucht sich die Mütter. Das macht er. Der geht jetzt zum nächsten Haus und denkt sich, naja, die Nummer habe ich jetzt. Das ist ja wirklich so. Wir sind ja nicht einmal daheim. Der Vater ist auch nicht da. Und der Direktor. Naja, ich habe jetzt im nächsten Haus besucht. Also, wenn das in Pokémon wirklich so passiert, sehr bedenklich, dann sollte die Jugendschutzbehörde doch nochmal drauf gucken. Ich glaube, der macht sich locker. Also, ich sage euch, ich weiß, was ihr wollt, dass Eddie macht, und ich sage euch, was er wirklich macht. Ihr denkt nämlich, Leute, Eddie hat einen Krampf in der Hand. Und ich sage euch, was er wirklich macht, er klopft sich ein. Es ist einfach so. Er hat sich einfach während der Sendung eingeklopft. War dann schon im Minus, der war rot, und dann dachte ich mir, nee, da lasse ich lieber die Finger. Wer solche Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr. Das waren übrigens das Kollegium von Game 2. Ich will noch ein bisschen rumtanzen hier. Ich finde das schön. Tja, outplayed. Nein, Lilly, nach links. Lilly, links. Lilly. Hä? Was machen die da? Was? Warum? Nein! Was? Lost sein Urgroßvater! Das war jetzt ja. Die haben doch alle laut geschrien, dass du rüber sollst. Warum bist du stehen geblieben, verdammt nochmal? Nein, hat er nicht. Das ist.
Glaube ich zumindest. Also ich kenne diese Szene nicht. Ich weiß nicht. Ich schaue nicht alles von Game 2. Obwohl, ich könnte es mir bei ihm vorstellen. Nein, will ich gar nicht. Nein, will ich nicht. Nein, 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 will ich nicht. Schnell was trinken, schnell weiter gucken. Was ist bekloppt? Na, ich mach mal weiter. Oh! Au, das tut weh. Au. Au. Ach so, gekloppt. Ja, ist gut, ist gut. So viel zum Thema, ich kann doch lesen, wenn ich auf dem Stream bin. Ich hab bekloppt gelesen, statt gekloppt. Nein, okay. Nein, ich bin mir nicht sicher, also ich kann dazu nichts sagen. Und das hat weh getan. Wir erinnern uns an No Man's Sky mit dem guten Terrain-Manipulator, ne? So heißt das nämlich. Ein Gerät, mit dem man das Terrain manipuliert. Das heißt so nämlich in Deutschland, habe ich gehört, ne? Das Terrain. Ich kann nicht Französisch, tut meinen Mundmuskeln weh. Warte, ach Mann, wir gucken jetzt weiter. Das ist doch doof. Das war, ihr wisst, was ich meine. Ja, Französisch tut deinen Mundmuskeln weh, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Allerdings kann ich das auf eine andere Art nachvollziehen, als du das jetzt meintest mit dem Aussprechen. Und das Ding heißt Terrain-Manipulator. Nur so als Beispiel. Dabei tut mir der Mund übrigens nicht weh. Geht's ihm gut? Jetzt nicht mehr. Nein. Ich glaube, das war auch nicht Sinn der Sache, das Ganze, das Auto über den Abgrund zu schieben, dass es ihm am Ende noch gut geht. Ich meine nur, also, ich könnte mir da anderes vorstellen, wenn es einem gut geht soll, als das Auto über die Kante zu schieben. Und das Kisten kann er bei dem Französisch und Mundwinkel wehtun, sich auch auskennt, das weiß ich. Status 0%, okay. Status 3%, kein Dach, harte Liegefläche. Status 0%, kein Dach, harte Liegefläche. Warum ist das immer noch 0%? Was soll das mit den, was soll die Prozentzahl mir sagen? Ach so. Aha. Man sollte vielleicht weiter drücken, dann kommt da auch was. Das ist so dieser Moment, in dem man am richtigen Moment gedrückt hat und vergessen hat, dass man gedrückt hat. So kann das gehen. Ich sag jetzt nichts dazu, weil wenn ich jetzt wieder was dazu sage, dann weiß ich wieder, was von dir kommt. Nee, ich sag dazu nichts. Ich bin eine Kiste und wrestle gern. Ich bin eine Kiste, halt die Gegner fern. Mach euch alle platt, gehört in den Sondermüll. Wrestling Cup und Championship, ein Hauch von Tüll. Interessantes Game. Ja, ich liebe dich auch, Kistenkater. Und interessantes Game. Finde ich so. Also, Kisten, die sich auf die Kiste hauen. Interessantes Konzept. Leute, ich schaff das auch gleich nicht mehr länger. Yoshi! Es könnte sein, dass wir das Level nicht beenden, leider. Yes! Wow. Yes. Respekt! Respekt! Also, das war mal perfektes Gaming. Ich bräuchte wahrscheinlich mehrere Versuche. Weil ich hätte jetzt. Hab da jetzt auch nicht ganz so durchgeblickt, so. Aber gut, ich habe auch schon ewig lang kein Mario World mehr gespielt. Obwohl ich es könnte. Ich hab's nämlich hier liegen. Also, auf der Switch von meinem Mann. How can you say no child is left behind? When I'm dumb and when I'm blind, they are sitting in your cells while you pay the road to hell. Gut mitgesungen.
Auch wenn ich das Lied jetzt, glaube ich, nicht kannte, aber wieder eine schöne Stimme mit einem schönen Lied passte. Mehr kann ich dazu sagen. Mich werdet ihr nicht in dieser Art singen hören. Ich weiß, ich singe ab und zu auch mal mit, spätestens wenn das Blaue vom Himmel kommt. Aber ja. Ja, ja, ja. Die haben die Aufschrift einfach mal hochschalten. Einziges Problem. Oh nee, ey. Ey, wie hast du das wieder gemacht? Mann! Habt ihr euch die Strecke vorher nicht angeguckt und nicht gesehen, dass da ein Zaun ist? Also bitte, das war sogar ein richtig massiver Zaun. Den kann man nicht einfach umfahren. Also bitte. Heute gibt's. Ich hätte draußen bleiben sollen, da hat es sich im Schneiden ab an den Haken. Ja, das ist halt bei Dead by Daylight ist das halt so. Blau vom Himmel, ja. Himmelblau, Himmelblau, schalala, la, la. Jetzt hab ich doch so. Du schaffst es immer wieder. Das Lied von Chilimon. Genau. Oh nein. Oh doch, du hast es heraufbeschworen. Du bist selbst dran schuld. Okay, warte mal. Ein Hoffensternchen ist es nicht. Ist es ein hoffendes Sternchen? Hoffensternchen. Ein Hoffensternchen? Was hat denn Frau Sterntroll damit zu suchen? Ein Hoffensternchen! Oh, lol! Also jetzt ganz ehrlich, da bin ich jetzt aber auch drauf reingefallen. Ich habe auch erst überlegt, was die bitte Hoffensternchen meint. Hoffensternchen. Darauf muss man erst mal kommen. Blöder Hund. Wisst ihr, was das Tolle daran ist? Geiles nur auf, Kostüm. Nur auf Twitch Cosplayerin zu sein? Ich kann es euch zeigen. Passt auf. Ich habe eine Jogger an. und Weihnachtssocken. Und alte Flausche-Socken. Das ist behind the scenes, meine Lieben. Das ist behind the scenes. Ja, das hat's auch. Ich zeige euch jetzt nicht, was ich anhabe. Ich habe auch eine Jogginghose an. Gut, okay, ich bin auch oben etwas lichter angezogen, weil ich noch nicht so mich überstyle, was das angeht. Weil ich denke mal, passt doch, warum auch nicht? Ich sitze gemütlich zu Hause und mache das und alles ist in Ordnung. Also bitte. Ja, so ist das halt. Ist schon schwer, das Teil. Wowie, unser Baum steht schon fast. Meinst du? Jetzt liegt er. Da lag er wieder. Der Weihnachtsbaum war ich. Ja, ich bin immer noch überlegen, ob wir uns einen gönnen dieses Jahr, also oder nicht, oder wie auch immer. Weil ich weiß noch nicht. Also ich bin da noch nicht so ganz sicher. Das muss ich noch mit meinem Mann klären. Okay, dann würde ich aber die Cheeseburger Dumplings sehen. Ja, gerne. Vier Stück? Ja, vier Stück. Z1N5 Chirp-X200. Und ich werde nach dem Essen einfach gehen und nicht bezahlen. Nein, ich werde bezahlen. Alles gut. Hallo. Ja, ja, das ist, wenn man Siri irgendwie aufruft oder Sprachassistenten unterwegs dabei hat, ganz schlechte Idee. Weil sowas immer ausmachen, die kommen immer auf die unsinnigsten Ideen. Jetzt hier, Community. Oh mein Gott. So schneidet man übrigens in Würfeln. Das sind Würfel? Haben Sie jetzt Würfel hier hingelegt? Ja, ihr wollt das doch in Würfeln geschnitten haben, oder nicht? Nein. Bitte nicht! Oh Mann! Aber Kameramann, du bist ja heute mal richtig gut! Wow! Hätte ich gar nicht gedacht. Aber, nein. Das ist mit Inwürfelschneiden nicht gemeint. Definitiv nicht. Sie können die Online-Funktion nicht nutzen, da ihr nicht für... Ich weiß jetzt nicht, aber ihr Leute da im Internet, beurteilt das mal selber. Bin ich online? Ja, bist du. Ja, bist du. Aber das Programm wollte, dass du das nicht bist. Das deutet darauf hin, dass du im WLAN unterwegs warst, eventuell. Und dass das WLAN nicht gut war. Dann passiert das. Geh da hoch. Dann sei doch mal ernst in deinem... Was? Ich bin immer ernst.
tot. Nein. Ernst. Du bist für dieses Tier. Und tschüss. Siehst du? Also aus Ernst würde ich mich in den Tod stürzen. Definitiv nicht. Höchstens aus Spaß. Aber selbst da mache ich das nicht, weil ich habe andere Sachen, um Spaß zu haben. Hallo, Mann. Ja, der ist jetzt gerade hier langgelaufen. Und hört mir zu. Ich hör's nämlich. No. Doch. Das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ich will nicht bei eBay kaufen. Ich möchte da durch. Ja, eben, das ist das Problem. Dadurch, dass das Schloss in einwandfreiem Zustand ist, kommt man da nicht so einfach durch. Sondern man muss sich da etwas mehr Arbeit dahinter machen. Und bei eBay ein Schloss verkaufen, ich weiß nicht. Kauft man bei eBay Schlösser? Also ich würde bei eBay keine Schlösser kaufen. Wer weiß, wie viele Schlüssel es dann davon gibt. Ich kaufe lieber original verschlossene Schlösser im Karton. Und die kaufe ich entweder im Laden oder bei einem großen Versandhändler mit A. Shit. Ja, da ist Dave natürlich. Oh. Glückstreffer, Glückstreffer. Wir haben unseren Glückstreffer diese Woche gefunden. Was ich allerdings bis jetzt vermisse, und wir sind jetzt schon fast durch, ich vermisse diese Woche unseren Spruch der Woche. Ihr auch? Irgendwie ist der noch nicht gekommen. Ich werde sie warm machen. Ihr guckt so lange weiter. Und dann gibt den Pflanzen so viel Wasser, wie uns macht. Ich höre zu. Ihr kriegt genügend Wasser. Ihr kriegt alle genügend Aus Wasser. Aus dem gibt nicht Luna das Wasser an die Mods im Keller. Das mache ich. Mache ich mit. Okay, Gogi. Hast du schon einen Termin? Ich habe einen straffen Zeitplan. Einen Streamplan habe ich. Oh. Habe ich eigentlich... Ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Man lässt was laufen und hört doch nicht richtig zu. Ja, ja. Ich habe übrigens auch einen Streamplan, einen neuen. Den werdet ihr nachher zu hören bekommen. Also, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid, werdet ihr den nachher zu hören bekommen. Wenn ihr das auf YouTube seht, könnt ihr auf Twitch nachgucken, weil dann sollte der neue Streamplan schon oben sein. Ah, jetzt hängt auch noch meine Cam. Was ist das für ein absoluter Abfuck? Will nicht mehr. Nein, das kann doch jetzt nicht der Fall sein, dass hier nichts funktioniert. Welches Meine Lama fliegt Güte. In den Weltraum? Das Alpaka. Oh. Da kam die Kamera wieder zurück. Das fand ich übrigens, ist ein bisschen lustig. Ich mich jetzt bewegen. Jetzt folgt sie mir wieder nicht, weil ich jetzt im Dings bin. Wenn ich jetzt aber hier runtergehe, dann kommt sie da. Also manchmal ist sie lustig, also echt gut. Aber im Dunkeln funktioniert sie besser als im Licht. Obwohl ich vielleicht, glaube ich, schon nochmal ein bisschen heller machen sollte. Damit ihr mich auch seht und nicht den Hintergrund. Weil hier wird es langsam dunkel, genau. Februar kommt das erste Spiel erst wieder, was wir spielen werden. Muss er niesen oder nicht? Aha. Also das war jetzt entweder eine krasse Verzögerung oder er hat im rechten Augenblick seinen Ton weggemacht. Mir ist das schon passiert, dass ich das nicht gemacht habe. Aber so stark genießt, dass ich mir mein Headset vom Kopf gefallen ist, habe ich schon nicht. Ich liebe Brokkoli. Brokkoli ist meine zweite Persönlichkeit. Ich esse überall Brokkoli drauf. Brokkoli-Pizza. Brokkoli-Einlauf? Auflauf, nicht Einlauf. Du isst einen Brokkoli-Einlauf? Wie geht denn das? Ich glaube, ich möchte das Rezept nicht haben. Nee. Aber es ist deine zweite Persönlichkeit und du isst die? Also Persönlichkeiten isst man nicht. Das mag dein zweitliebstes Gemüse sein. Okay, dann ist das was anderes. Ich liebe übrigens Brokkoli auch. Brokkoli schmeckt lecker. Genau. Damit das große Krokodil nicht an ihn rankommt. So. Wie ein Dach. Wisst ihr, also so sieht Sascha das. Sascha sieht das so als so ein Geschützturm. Wisst ihr, wie das Krokodil das sieht? So. Genau. Exakt so. Das ist einfach Sascha. Ey, das ist eine gute Fotomontage gewesen. Genial. Im Übrigen, falls ihr euch wundert oder fragt, was das war ein React auf Seven vs. Wild. Ich bin da auch noch überlegt, wie gesagt, die zweite Staffel habe ich jetzt noch nicht geguckt.
und da ist jetzt auch schon, sind jetzt schon ein paar Folgen gelaufen, ich weiß nicht, ob das sich dann React noch lohnen würde. Ich habe aber noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich gerne reacten würde. Höher, du hast nicht viel Zeit, was machst du? Höher, 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 noch höher, da oben, oben. Ja, da. Jetzt hochziehen. Hoch, ja, das reicht eigentlich schon. Oh, jetzt lang machen! Hm, da war der Moment, das war perfekt. Jetzt hör auf, jetzt hör auf. Lass los, lass los, lass los. Wie hey, denn? Was soll das jetzt sein? Kein Problem, Sonja. Es sind nur 6 Sekunden. Ja! Ja. Ich werde dich aber loslässt. Du hast mir nicht gesagt, welche Taste. Ja, ja, so kann's gehen. Man sollte schon vorher über die Besteuerung eines Spiels Bescheid wissen. Und falls jetzt irgendjemand kommt, vorhin beim WoW hast du auch wie blöde auf der Taste gedrückt und es ist nichts passiert. Das lag aber daran, dass sie noch nicht freigegeben war. Es war die richtige Taste, nur sie war noch nicht freigegeben. Dafür kann ich nichts. Mausi, was willst du denn da drin? Hör doch mal auf jetzt. Was soll... Ja. Ist das dein Ernst? Okay. Ist das eine zweite Katze? Are you kidding me? Sie hat gerade meine gesamte Perücke zerstört. Ja, so kann's gehen. Ja, wie lange hat die Katze dafür Zeit gehabt? Also, um die Perücke so zu zerstören, das dauert doch ewig. Also, wenn unsere Katze irgendwo hochspringt, dann wissen wir schon Bescheid und rufen, sie soll schon runtergehen. Meistens muss dann einer aufstehen, damit sie mitkriegt, oh, da kommt jemand, ist schnell runter. Aber man lässt doch die Katzen nicht so lange machen. Vor allen Dingen nicht, wenn man da ist. Wir sind sehr dankbar auch dafür, dass die Menschen heute alle hier sind. Ja, mega, wirklich. Vielen, vielen Dank. Sowohl fürs Einspringen als auch fürs planmäßige Mitmachen. Das ist ziemlich fett. Und was auch fett ist, ist... Wir. Ja. Das war gut. Das war gut, Selbsterkenntnis. Die kam bei mir auch irgendwann und sorgte dann dafür, dass ich massiv das Gegenteil angetreten habe. Ich muss aber sagen, es war nicht einfach und ich weiß, dass das manchmal schwerer ist, etwas runterzukriegen als drauf. Ist so. Furzipups entwickelt sich schon. Ja, 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 ja. Der ging aber schön schnell. Ja, das ist ein Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann. Leider bin ich der Vater. Okay, also Entwicklungen bei Pokémon sind manchmal relativ komisch. Es gibt nur eine einzige Entwicklung, die wirklich immer perfekt ist. Wisst ihr welche? Dann schreibt sie bis zum Ende des nächsten Clips rein. Nein, Voltilam ist geil, aber in jeder Richtung die perfekte oder in jeder Situation die perfekte Entwicklung. Nein, das einzige Pokémon, was sich in jede Richtung perfekt entwickelt, weil es auch eins der wenigen ist, die mehrere Entwicklungsmöglichkeiten hat, je nachdem, was du für einen Entwicklungsstein nimmst, ist Evoli. Kannst mal nachgucken im Internet. Evoli in jeder Art perfekt. Balui? Ja, hier, hier, hier. Was hast du denn da für eine schnieke Axt? Du doch immer. Kannst du bitte nicht unser Haus sprengen? Ach Gott, Mann! Ja, dann drück doch nicht so lange auf die Taste. Du bist so ein unfassbarer Vollidiot! Warum sagst du denn, es ist ein Feuerball-Zauberstab! Ich dachte, du hast alles gesprengt, alles! Ja, warum sagst du denn, dass der... Alles! Also man sollte schon wissen, was man für eine Waffe in der Hand hat. Und da steht doch dran, was das für eine Waffe ist. Da steht doch nicht dran, einfacher Wanderstab, sondern da steht dran... Feuerball, Zauberstab. Und dann nutzt man den nicht im Haus. Feuer im Haus nutzen ist immer ganz schlecht. Zumindest in diesem Fall. Ich nutze auch Feuer. Gut, ich habe hier ein Stöffchen stehen. Da hinten steht unser Weihnachts-Adventskranz. So in der Art. Wir haben Kerzen. Kannst du auch mal holen, Moment. Hier mal sehen. Schöne Kerzen, die haben wir uns hier. Da.
haben wir in vier verschiedenen Farben, in zwei Größen. Das ist die kleine und auch meine große. Die große. Da werden wir jetzt nachher, werden wir uns eine davon nehmen. Wir haben davon, wie gesagt, zwei große, zwei kleine. Und die haben wir so dieses Jahr gemacht. Die wollen wir aufbrennen. Es ist zwar schade, weil die haben auch, die waren auch nicht gerade günstig. Also, aber die haben wir uns auf dem Herbstmarkt bei uns hier im Kloster gekauft. Und das ist richtig toll. Ich fand das toll. Ja. Und so, dafür sind sie eigentlich auch gedacht, dass man sie benutzt. Also ich habe hier eine Kerze stehen. Irgendwo. Ah, da. Die habe ich jetzt schon fast 15 Jahre. Die ist von meinem Mann. Der hat die damals gemacht für mich und die habe ich noch nie angesteckt. Wir haben noch eine zweite Kerze, die so fast so alt ist. Das ist unsere Hochzeitskerze, die ist von meiner Mutter. Die hat sie uns gemacht. Die sollten wir eigentlich jedes Jahr zum Hochzeitstag anstecken. Ich traue mich aber nicht, weil ich es schade finde. Ich finde sie so, wie sie ist, viel schöner. Und deswegen bleibt sie auch so stehen. So, gut, weiter. Und ja, genau das ist es. Deswegen testet man nie Waffen im Gebäude. Hast recht, Kistenkater. Das möchte ich auch gerne mal machen. Natürlich das jetzt nicht. Warum? Das jetzt nicht. Okay, ich hab nichts getan. Also im Übrigen, Kistenkater, falls du dir überlegst oder dich fragst, was du mir zu Weihnachten schenken kannst. Leinwände, Acrylfarben, Pinsel. Du hast ja. Ich weiß zwar dann immer noch nicht genau, wie ich das hinkriegen soll, dass ich das benutzen kann und dann darauf mal was malen kann, aber das wäre eine Idee. Falls du nichts anderes hast. Ich hätte natürlich auch viele, viele andere Sachen, die ich mir wünsche. Gerade jetzt für Streamen. Aber die sind teilweise alle etwas teurer. Ja, können wir gucken. Wir können mal gucken. Rein, bitte, aber nur gucken. Du weißt. Machen wir nächste Woche. Verspreche ich dir. Ende nächster Woche. Vielleicht am Donnerstag. Oh Gott! Boah! Scheiß die Wand an! Was bitte war das? Kam da etwa jetzt wirklich ein Saurier oder was aus dem Wasser gesprungen? Wow, das war ja richtig cool. Aber auch wenn es den Charakter den Tod gebracht hat. Aber das war richtig cool gemacht. Wow. Und falls du dich fragst, was das für ein Spiel war, God of War. Ragnarok dürfte das gewesen sein. Wie ist das ein God of War Spiel? Das war Kratos. Ich hätte gern mehr Ausdauer. Ah, Baufeld. Oh, wow. Bäume können tödlich sein. Da hat sich ein Gegner an mich hinten rangeschlichen und ich glaube, ich habe aus Versehen den Baum gekillt. Das ist mal ein geiler Cam-Rahmen und Bäume können gefährlich sein. Aber man ruft vorher Baumfeld und nicht, wenn der Baum schon liegt. Dann nützt das Baumfeld nichts mehr. Und im dunklen Bäumefeld ist ganz, ganz schlecht. Weil da sieht man nicht, wenn jemand kommt. Aber in dem Fall war es ja in Ordnung, weil da kam ein Gegner und den hat den Platz. Ja, da kam ein Gegner und sie hat ihn platt gemacht. So wäre der Satz richtig gewesen. So, fertig, weiter geht's. Okay. Ich habe ein Schnurrbart. Ja, du hast ein Katzenschwanz-Schnurrbart. Das hat nicht jeder. Und wenn eine Katze das macht, ist es übrigens was Tolles. Also nicht, dass ihr denkt, dass das eklig ist, das ist was Tolles. Weil wenn eine Katze so nah an seinen Besitzer herankommt, ist das schon eine Auszeichnung. Es gibt aber natürlich auch Katzen, die übertreiben das. Wie unsere. Mein Mann kann davon ein Lied singen. Ach, sieben. Unangenehm. Das ist voll gut. Nein! Ah!
I'm only human. Er hat, falls ihr euch jetzt fragt, was er da gemacht hat, also er hat sein Headset rausgezogen und während die anderen alle darauf gemerkt haben, was da passiert, und ich muss euch sagen, das war wirklich ein grausames Geräusch. Ich, nur weil ich wusste, wie es ist, habe ich es so hören können. Ich bin beim letzten Mal auch unter den Tisch gerutscht. Könnt ihr übrigens noch sehen, ist noch nicht hochgeladen, soweit ich weiß. Also auf YouTube ist es noch nicht, aber da kommt es demnächst. Und erst als er den Stecker wieder reinsteckte, konnte er natürlich hören, aber da war der Clip schon vorbei. Ist echt genial. Guter Zusammenschnitt. Okay, weiter geht's. Abonniert Twitch Clips Germany! Lass ein Abo da, please. Da unten, guckt mal. Da ist ein Abo-Button. Da könnt ihr draufklicken. Und wenn ihr draufklickt, abonniert ihr und verpasst keine weiteren Twitch Clips Germany Videos. Ja, das waren wieder die Twitch-Clips Germany. Und bevor ich es vergesse, ihr habt es ja gerade gehört, als abonniert brauche ich, habe ich hier nämlich schon. Ich bin also schon abonniert. Und hier ist der Like-Button. Da klicke ich jetzt drauf. Klack. Ha, 2600 und erster Aufruf. Ja, sehr schön. Dann also Like. Dislikes sieht man ja nicht mehr, aber das ist auch ganz gut so. Das sehen aber dann die Leute von Twitch-Clips Germany. Und jeder Disliker, den ich finde, der kriegt einen auf den Hosenboden. Genau. Gut. Also, wir kennen das Ganze ja schon. Wenn euch das Video gefallen hat, mit meinen Kommentaren könnt ihr hier ein Like dalassen. Dann könnt ihr da unten irgendwo, ich glaube, Moment, jetzt muss ich gucken. Also, es ist auf der Seite. Also, da dann abonnieren. Und da könnt ihr liken. Das hatten wir ja gerade schon. Und da unten, ein Stückchen weiter runter. Ihr müsst da noch ein bisschen scrollen. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt ist gut. Da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Und ich gehe da auch auf jeden drauf ein. Garantiert. Das verspreche ich euch hundertprozentig. Und. Damit ihr das Ganze nicht nur bei mir macht, sondern auch bei den Kollegen von Twitch Clips Germany. Denn die kleben nur von den Likes. Nur von den Likes. Nicht von der Werbung. Nur Likes. Geht ihr auf den in die Beschreibung von dem Video hier. Und da ist unten dann das Originalvideo. Und dahinter ist ein Link. Und das ist der Link zu diesem Video. Da geht ihr hin und klickt auch auf ein Like. Genau. Wir haben das nämlich verdient. So. Und das war's für diese Woche mit den Twitch Clips Germany. Nächste Folge nächste Woche. Bis dahin sagt euch Tschüss. Eure Josie.